Schon so mit Netz und mit Köder zum Himmel dich schon weihen.
Wir haben uns entschieden, dieses Lied, was ja eigentlich ein ganzer Sinfoniesatz ist, jetzt eben als Lied eben aufzunehmen in dieser Reihe. Wie ist das für dich? Du hast das schon mal mit Orchester gemacht, das heißt, hast du die ganze Sinfonie auch miterlebt und die Orchesterfarben. Und wie ist das im Vergleich jetzt für dich im Unterschied? Also, ich bin dir erstmal sehr dankbar, dass du mit mir dieses Wagnis unternommen hast, weil das ist natürlich schon sehr anspruchsvoll, als Pianist einmal durch diesen ganzen Satz der vierten Sinfonie hindurch, durch diese ganzen Farben zu gehen. Natürlich ist es anders als mit Orchester, weil da ist es immer wieder so ein Überraschungseffekt, welches Instrument wann erklingt. Also ich hatte ja die Möglichkeit, das mit dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg zu machen unter Marc Albrechts Dirigat. Und das war für mich so tief berührend, einfach diese Art von Gegensätzen auch, die er da hineinkomponiert, so drastisch im Orchester stehend zu erleben. Bis zum Schluss eben die Harfe mit diesen letzten Seitenklängen wirklich vom Boden bis in meinen ganzen Körper hinein vibrierte dieser Ton. Also das war schon sehr eindrücklich. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Stück so schön ist, dass man das durchaus, ohne das irgendwie abwerten zu müssen, überhaupt gar nicht, man das mit Klavier aufführen kann. Dass es auch einen Reiz hat, weil wir natürlich ein bisschen noch mehr Binnenagogik machen können. Das ist mit dem Orchester natürlich so nicht möglich. Und es war für mich wieder eine Freude, mit dir zusammen Mahler aufzuführen. Das haben wir ja schon für die Gustav-Mahler-Vereinigung vor einigen Jahren gemacht, im Zusammenhang mit Morgenstern und Mahler. Mahler trifft Morgenstern, wo du ja auch noch rezitiert hast. Also das war ja auch ein ganz schönes Programm. Die Stichwort Morgenstern, wenn man diese Texte von Morgenstern kennt und jetzt an diesen ganzen witzigen Bilder, die da in diesem Text vorkommen, also es ist ja eine richtige Wunderhornwelt, Wunder
eine wundermäßige Welt. Also so sieht das sieht ein Kind das offensichtlich im Himmel oder beschreibt da ganz naiv Dinge, die aber selbst auch mal ein bisschen grausam klingen, ne? Also der Schlachtung von einem Ochsen und so weiter, vom Lämmlein. Natürlich so ein bisschen auch mit christlicher Konnotation, was Opfer und so weiter. Aber ich glaube, das Kind nimmt das auch in dieser Atmosphäre, dieser Musik, wie Mahler es vertont hat, das ganz anders wahr. Ja. Eine ganz eigenartige Stimmung eigentlich. Also ich denke, das braucht es irgendwo auch. Weil Mahler lebt ja von dieser Zerrissenheit. Also ich finde, du hast das auch so schön deutlich gemacht in deiner Begleitung. Also wie ist das eigentlich für dich, so schnell dann immer in etwas Neues hineinzusteigen, plötzlich von diesem Piano ins Forte, in dieses Brum, 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 Brum und dann wieder ganz still am Ende. Da musst du ja auch als Pianist wahnsinnig schauen, wie machst du das? Wie setzt du das um? Welche Klangvorstellungen können da in die Finger fließen? Es ist schön, wenn man das orchestrale Vorbild hat. Das hat mich ja auch schon von früh auf beschäftigt, eigentlich früh auf und früh an. Und da ist es natürlich so, dass du diese Farben und diese verschiedenen Instrumente und Instrumentengruppen immer wahrnimmst, als ob das eben auch andere Leute sind, die du spielst. Also wenn du als Dirigent vom Orchester spielst, lässt du ja auch die Leute spielen. Und eigentlich muss man sich fast so fühlen ein bisschen. Ich habe mal mit einem Dirigenten, der auch ein fantastischer Pianist ist, Toshiyuki Kamioka, den ich schon zu Studienzeiten kennenlernte, und der sagte mir das mal, es ist wie dirigieren. Und ich meinte dann immer, du machst doch nicht so beim Klavierspielen. Aber was er natürlich auch meinte, dass dir diese Sachen eigentlich fast geschehen müssen, also widerfahren müssen, passieren müssen. Du bist gar nicht derjenige, der das eigentlich tut, sondern du musst eigentlich nur bereit sein, dass da jetzt plötzlich fällt da wieder dieses volle Orchester ein. Jetzt kommt nur diese kleine Flöte da und jetzt kommt wieder eine Solo-Geige und nur diese Harfe da unten. Ich muss Gott sei Dank da nicht so viel arbeiten wie die richtige Harfenistin. Das klingt immer so schwebend, aber das tut richtig Arbeit. Also das ist eigentlich so ein bisschen vielleicht die Art, was man von Mahler eben gerade, weil es so ein toller Instrumentator ist, kennenlernen kann. Ja. Fürs Klavierspielen auch dann oder versuchen kann, ein bisschen sich davon anregen zu lassen. Ja, vielen Dank.